Herzogin Catherine bei mir und damit willkommen bei Pink. Die beiden Schauspieler Lilian Kleber und Erich Altenkopf galten ja als bisher perfektes, super verliebtes Ehepaar. Bei einem Fundraising-Dinner im Wiener Innlokal in Loschin bewiesen sie uns jetzt aber, was sich liebt, das neckt sich. Na Gott sei Dank, man wünscht den beiden ja keinen Rosenkrieg. Von dem könnte aber unser nächster Promi ein Liedchen singen. Durch die hässliche Scheidung von Paul McCartney wurde Heather Mills weltbekannt. Was aber kaum einer weiß, Heather Mills hatte es alles andere als leicht im Leben. Mit Marian Kotschan hat sie über ihre schreckliche Kindheit alleine ohne Eltern gesprochen. Tragen die Men in Black in Teil 3 des Kinohits nun plötzlich weiße Anzüge? Hauptdarsteller Will Smith macht's vor. Und so reagiert Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson auf den Schuldspruch des angeblichen Mörders ihrer Familie. Dranbleiben. Willkommen zurück bei Pink. Eine der schockierendsten Bluttaten der letzten Jahre hat jetzt endlich einen Abschluss gefunden. Der Mörder von Jennifer Hudsons Familie wurde jetzt verurteilt. Das und mehr gibt's für Sie in den VIP-News des Tages. Steht das Pop-Duo Luttenberger Klug wegen Chrissy Klugs Schwangerschaft jetzt vor dem endgültigen Aus? Immerhin bringt Michelle Luttenberger am Freitag ihre erste Solo-Single mit dem Titel Broken raus. Wir haben Chrissy Klug in Salzburg bei den S. Oliver Real Star Awards getroffen und mit ihr über die Zukunft der Band gesprochen. Und gleich bei Messergabelherz. Heute startet die Mann sucht Mann Spezialwoche. Und schon beim allerersten Blind Date erwartet Herzblatt Roman eine 1,94 große Alice im Wunderland-Überraschung zum Abendessen. Tja.